Mit richtig viel Tamtam präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeug sein neuestes Produkt. Der Crafter kommt nun in ganz neuem Gewand und das nicht von ungefähr, denn Volkswagen kann im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge auf eine lange Tradition zurückblicken. Wir sind als Volkswagen Nutzfahrzeuge mittlerweile seit 40 Jahren in dem Segment. Und nicht jeder weiß das, aber wir waren einmal die Begründer, sagen wir mal die Erfinder vom CD-Transporter. Der neue Crafter ist ein von Grund auf neu entwickeltes Fahrzeug, das sowohl für den Langstreckenbetrieb als auch für den Stadtverkehr ideale Voraussetzungen mitbringt. Das Besondere? Der Crafter wurde in engster Zusammenarbeit mit den Kunden konzipiert. In technischer Hinsicht setzt er neue Maßstäbe. Also eine Neuheit und auch ein Highlight bei dem neuen Crafter ist die elektromechanische Lenkung. Es ist erstmals, dass eine elektromechanische Lenkung in dieses Segment einzieht. Aber es ist auch gleichzeitig die Basis für die ganzen Fahrerassistenzsysteme. Stärke des neuen Crafter, die Variabilität. Nicht nur in den unterschiedlichsten Aufbauten, sondern auch in vier verschiedenen Laderaumlängen, drei Radständen und drei Dachhöhen wird er angeboten. So ergeben sich insgesamt 69 Varianten. Gebaut wird der Crafter im neu errichteten Werk in Brzeźnia in Polen. Wie da, wir haben die größte Lackiererei in Europa gebaut. Und wie gesagt, wir haben von dem Deutschen Institut für nachhaltigen Bauen, Deutsche Gesellschaft für nachhaltigen Bauen, die Goldmedaille bekommen, weil auch energiebewusst dieses Werk aufgebaut worden ist. In puncto Ergonomie ist der neue Crafter Vorreiter. Neue Sitze, ein bedienfreundliches Cockpit mit zahlreichen Ablageflächen machen das Leben für den Fahrer leichter. Für die Zukunft ist man bei Volkswagen Nutzfahrzeug gerüstet. Wir sind nach meiner Einschätzung jetzt bei einem wichtigen Meilenstein, aber wir haben noch einen Marathon vor uns. Der neue Crafter von Volkswagen geht zum Jahresende in den Verkauf.